Bipolare Störung – Leben mit Extrem. Das ist der Podcast rund um die Erkrankung bipolare affektive Störung. Mein Name ist Veronika, ich bin 37 Jahre alt und die finale Diagnose bipolare Störung konnte bei mir vor 6 Jahren nach der ersten ausgeprägten Manie gestellt werden. Schon vor einigen Jahren schlug mir meine Bettnachbarin während eines stationären Aufenthalts in einer Psychiatrie vor, einen Podcast zu produzieren. Doch dieses Jahr endlich zog ich diese Idee aus meiner Schublade und fasste endlich den Mut, mit meiner Erkrankung an die Öffentlichkeit zu treten. In diesem Podcast wird es um Fragen gehen wie: Was ist eine bipolare Störung überhaupt? Welche Anzeichen oder Symptome zeichnen Manien und Depressionen aus? Wie erlebe ich diese Erkrankung? Welche Möglichkeiten gibt es im Umgang mit der bipolaren Störung? Was könnten Auslöser sein? Und vieles mehr. Ich möchte mit diesem Podcast dazu beitragen, mehr Aufklärung über diese psychische Erkrankung zu leisten. Psychische Erkrankungen sind gefühlt immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, die totgeschwiegen werden. Laut dgppn.de leiden 18 Millionen Menschen in Deutschland an einer psychischen Erkrankung. Das muss man auch erstmal klarkriegen. Das ist eine ganze Menge. Die erste Folge von Bipolare Störung Leben mit Extrem wird am 16. Dezember 2021 on air gehen. Folge mir auch gerne auf Instagram. Du findest mich unter Podcast Bipolare Störung oder unter Hashtag Bipolare Störung Leben mit Extrem. Ich freue mich auf dich und bis bald.